Mann wollte seine Freundin im Teddybär-Kostüm überraschen, doch erwischt sie stattdessen beim Betrügen. Es ist nicht schön herauszufinden, dass sich deine große Liebe am Betrügen ist. Dieser arme Mann war zutiefst am Boden zerstört, als er seine Freundin mit einem anderen Mann sah. In einem Twitter-Beitrag, der schnell viral wurde, teilte ein Nutzer mehrere Fotos von einem Mann, der in einem Teddybär-Kostüm einem anderen Paar gegenüberstand. Basierend auf der Überschrift des Beitrags hatte der Mann, der das Bärenkostüm trug, eine Fernbeziehung zu dem Mädchen gehabt und er hatte beschlossen, seine Freundin an ihrem Geburtstag zu überraschen. Er wollte die Überraschung besonders machen, indem er sie mit einem Teddybärkostüm überraschte. Berichten zufolge war er über 2400 Kilometer gereist, nur um seine Freundin zu überraschen. Aber am Ende war er derjenige, der den bösen Schock bekam. Die Fotos zeigen die Freundin armen eines anderen Mannes und ohne ein Wort zu sagen nahm er den Kopf seines Kostümes ab und starrte das betrügende Paar an. Die Freundin bemerkte, wie jemand sie aus der Ferne beobachtete und als sie sich umdrehte, sah sie, dass es ihr Freund war, der den Kopf des Teddybär-Kostüms abnahm. Auf den Fotos ist zu sehen, wie er wortlos davonlief und den Kopf seines Kostüms aufsetzte. Wahrscheinlich wollte er somit seine Tränen verbergen. Seine Freundin rannte ihm hinterher und wollte ihn aufhalten, aber er schweifte ihre Hand weg und ging weiter. Später sieht es so aus, als hätte sie ihn eingeholt und wollte sich bei ihm entschuldigen und umarmte ihn, aber er hat nicht mehr auf sie reagiert. Es scheint so, dass er die Beziehung vollständig aufgegeben hat. Viele Twitter-Nutzer reagierten auf die Fotos mit einer Mischung aus Wut und Ekel, die sich natürlich gegen die Frau richteten. Viele schrieben auch tröstende Kommentare und rieten ihm, das Mädchen fallen zu lassen, da das Mädchen so einen Mann wie ihn nicht verdient hat. Die Tatsache, dass der Mann über 2400 Kilometer gereist ist, nur um seiner Freundin eine Freude zu machen, zeigt, wie sehr er sie geliebt hat. Sicherlich war es für den armen Mann eine sehr herzzerreißende Art herauszufinden, dass seine große Liebe ihn betrogen hat. Hoffen wir, dass er beim nächsten Mal eine bessere Frau findet.